So. Herzlich willkommen zurück zu Emergency 4 und Abiba Felder-Modifikation. Ich muss noch so ein bisschen aufräumen. Vor einer vorausgegangenen Aufnahme hin, denn wir hatten ja einen Brand und alles war ein bisschen chaotisch und. Also der Brand war nicht chaotisch, auch der Einsatzstruktur war etwas chaotisch, da ich vergessen habe, elegant abzusperren. Und, da hat sich sie halt gestaut, ne? Wir hatten so viele Rettungsdiensteinsätze, wenn man so sieht, ne? Ein Polizeieinsatz war dabei, glaube ich. War? Hab ich Quatsch erzählt? Naja. Ich glaube, ein Polizeieinsatz war dabei. Nein, sehe ich nicht mal. Keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall mächtig viele Rettungseinsätze, ein Brandeinsatz. Also, naja, nicht so unbedingt mein Hauptmühe, sage ich mal. Also, ich fahre eher so die Feuerwehreinsätze. Aber der Rettungsdienst gehört natürlich mit dazu, ne? Das ist auch wichtig. Wir hatten die freiwillige Feuerwehr hier unten mit draußen. Mit dem LF-16 TS und dem LF-20. Und die Berufsfeuerwehr mit HLF im Tankfahrzeug. Genau, jetzt wird langsam Nacht im Biberfelde, beziehungsweise ist schon Nacht und wir warten mal, was jetzt noch so für schöne Einsätze kommen. Und ja, ne? Mal gucken. Ich glaube, ich habe zwei RTBs, die nicht einsatzbereit sind. Dieser ist schon mal nicht einsatzbereit. Und ich glaube hier unten. Genau, der RTB ist auch nicht einsatzbereit, der noch drin steht. Weil das der desinfiziert werden muss. Und deshalb habe ich zwei Fahrzeuge nicht einsatzbereit, was natürlich ziemlich blöd ist, wenn man relativ viele Rettungsdiensteinsätze in dieser Session fährt. Aber auch das kriegen wir hin. Und wenn nicht, muss man eben auf fremde Kräfte zurückgreifen, wenn es nicht anders geht. Genau, dann warten wir mal. Ich hätte ja Bock, mal wieder die Feuerwehr hier oben rauszuziehen. Die kommt relativ wenig zum, ich sag mal, zum Tragen hier oben. Oh, da war gerade irgendwas mit einsatzbereit. Irgendein RCB ist wieder einsatzbereit. Da ja. Sehr schön. Immerhin hab ich... Nein, der ist... Doch, der ist einsatzbereit, genau. Ja, gucken wir mal, ne? Also, man kann eigentlich sagen, Emergency 4 ist echt schon veraltet mit der Grafik. Aber in der Nacht sieht jedes Spiel einfach geil aus, ne? Ich würde mir ja echt mal über einen Grafikpatch für Emergency 4 freuen. Aber der wird ja bald kommen. Einfach nur, indem sie Biberfelde nach Emergency 5 bringen. Keine Ahnung, wie man das sich ausdrückt. Aber das wird ziemlich geil, mit geiler Grafik. Ich glaube sogar ein paar neuen Fahrzeugen. Denn die Mod wird ja jetzt hier nicht in der Emergency 4 weiterentwickelt. Was ja auch verständlich ist. Ich meine, das Entwicklerteam kann sich nicht zerteilen. Ich finde es ja auch immer furchtbar auf Facebook, wenn man zum Beispiel bei der Wuppertal-Mod reinguckt. Die sind da relativ aktiv auf Facebook und posten immer sowas und machen und dann wird denen permanent auf Sack gegangen, wann was rauskommt. Ich finde, das ist kostenloser Content und ich würde sogar dafür Geld bezahlen. Aber das ist kostenloser Content und echt guter Content. Auch Wuppertal ist super bis jetzt. Auch wenn es nur Fahrzeuge im Moment sind, aber das ist echt schon gut und ich finde, man sollte sich da nicht bescheren, sondern glücklich sein mit dem, was man bekommt. Und wenn man sieht, Biberfelde für Emergency 4 ist schon ziemlich perfekt. Ich habe noch ein paar kleine Bugs, aber nichts, was ein Gamebreaker ist. Und man kann das Spiel echt anmachen, stundenlang zocken und danach ausmachen und sagen, jawohl, das hat Spaß gemacht. Das war keine Beta-Version mehr, wie es heute mit AAA-Titeln zum Teil schon so ist. Sondern war ein vernünftiges, rundes Spiel. Und wer sich wirklich für dieses Thema Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei interessiert, beziehungsweise auch solche Spiele feiert, der kann viele Stunden in Biberfelde verbringen. Glücklicherweise habe ich Emergency 4 nicht für Steam, sonst würde man sehen, wie krass ich das Spiel suchte. Ich habe es richtig über eine CD installiert, sodass ich da relativ unabhängig bin und auch natürlich meine Spielstunden nicht gezählt werden. Was vielleicht auch, wie gesagt, ganz gut ist. Ich werde hier mal eine Streife losschicken. Einfach nur, dass man die auch mal senden und die auch was zu tun haben. Das Motorrad kommt von mir aus auffahren. Ist schon wieder hell? Ist doch heller geworden, oder? So. Ihr könnt da mal Streifendienst fahren, sehr schön. Bis jetzt ist es recht ruhig im Biberfelde.
Wann war denn der letzte Einsatz? 14.59 Uhr. Schaut mal, wie lange wir da jetzt rum. Ich weiß, warum wir so lange rum haben. Ich bin auch doof. Ich hatte doch Einsatzstopp gegeben. Ich müsste natürlich dann auch mal Einsatzscore wieder machen. Und, gut, dann war das jetzt mal eine kleine Quatschrunde. Und da haben wir schon. Randale, da oben. Da oben? Ja, das ist doch doof, jetzt muss ich. Oh, du könntest fast schneller da oben sein. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Mike. Bin unterwegs. So, super, jetzt brauche ich auch noch einen RTB. Wo ist denn jetzt die Rettungs... da. 22. Tango, sofort. Tango, auf dem Weg. Roger. So, ich brauche noch einen zweiten RTW, weil alles andere wäre langweilig. Wo willst du hin? Habe ich dich alarmiert? Ups. Schon unterwegs. Ja gut, dann können wir mal hier noch den KTB mit holen. Ach so, der ist mal wieder nicht einsatzbereit. Das wird doof. Kreislaufprobleme, okay, ich hab, pass auf, dann nehme ich hier LAF und RTW raus. Einer fährt zu den Kreislaufproblemen, einer fährt noch mit hier hoch. Fährst bitte hier zu den Kreislaufproblemen. Warum wird der eine Einsatz nicht abgeschlossen? Auf dem Weg. Und du fährst mit hier hoch. Bin unterwegs. Ja? Ist in Arbeit. So, Bin unterwegs. Genau. Mike. Dann fahrt mal nach Hause. Du bist auch, obwohl du kannst noch mal erstmal deine Schicht weiter schieben hier. So. So, du kannst schon mal ans Krankenhaus. Ernst? Achso, ich hab. Ja, Verzeihung, ich hab gleich ein Peitschen genommen. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Los geht's. So, das LRF ist auch angekommen. So, wir sichern uns noch ein bisschen ab. Genau. Sehr schön. Haben wir uns mal abgesichert, ja, ne? Richtig. Du fährst schon mit dir hoch. Ihr könnt schon mal ins Krankenhaus düsen. Warum wird dieser eine Einsatz hier nicht abgeschlossen? Ich hab den doch abtransportiert. Ich bin doch nicht doof. Es kann ja nicht sein, dass der RTW immer noch auf dem Weg da. Da steht ja noch irgendwo rum, bin ich doof? Ich glaube, der eine Einsatz buggt ein bisschen. Was gibt's? Und ich habe gerade eben noch erzählt, dass das Spiel nicht so buggy ist. Na gut, das sind ja auch Kleinigkeiten. Sag ich mal, ne? Was gibt's? Ist in Arbeit. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Ich glaube, hier werde ich mal den das NF mit dazu schicken. Bin unterwegs. Denn ich bezweifle, dass der Was gibt's?
Rettungsassistenz bzw. Notfallsanitäter das hinbekommt. 22. Alleine. Schon unterwegs. Herzinfarkt. Haben wir? Nein, haben wir nicht. Aber ich schicke erstmal einen RTW hin. Denn NEF ist gerade nicht. Zumindest nicht von der Berufsfeuerwehr einsatzbereit. Und einmal bitte ins Krankenhaus, sehr schön. Feuer BMA. Im Krankenhaus, oh Gott! Fahrzeug 32. Sieht jetzt aber grundsätzlich erstmal nichts. Und da löse ich nur die Feuerwehrzentrum aus. Ich weiß, dass beim Krankenhaus definitiv 50 Feuerwehren mehr anrücken würden. Aber da wir hier so eine... Was ist denn hier? Ach, hier ist der Herzinfarkt. Ups. So. Ja. Mach das mal bitte im Auto. So, das LF10 ist raus, dann fahren wir mal zur Brandmeldeanlage. Taschendiebstahl? Wo? Hier unten? Oskar. Schon unterwegs. Wo rennt denn der? Das ist aber unfair, kriegt ihr doch gar... Hä? Oh. Was schießt der? Ist das doof, der ist ja. Wo ist denn jetzt mein Fahrer, mein Polizei, oder? Oskar. Schon unterwegs. So, dann gucken wir mal nach unserer Brandmeldeanlage hier. Ah, ich hasse solche Einsätze. Ah! Fahrzeug 32. Höre. Auf dem Weg. Oh. Auf der Autobahn? Nein. Ja, okay. Dann alarmieren wir mal das HLF. So, und einmal bitte anhand. Doof, brauche ich dazu ein Hebel vielleicht? Fahrzeug 4.
Oh nein, jetzt brauche ich auch noch die Feuerwehr. Das ist sowas, das ist ein bisschen nervig. Fucker U. Wo? Oh nein, bitte nicht. Okay, ich mach mal ganz kurz einen Laststopp. Und ich lasse das schon mal RW-ETC hinfahren. Ich habe ja gerade echt nur ein RW, ne? Und ich kann den nicht mal ausrücken. Ach nein. Okay, dann möchte ich, dass sich das Feuerwehrauto hier außen hin bewegt. Erstmal rein, so. Das ist soweit fertig, sehr schön. Okay, dann bräuchte ich Rettungsdienst. Dann müsste ich mich hier um kümmern. Boah, scheiß auf Zielfix, ich mach das gleich mit der Axt. Ich sollte muss das jetzt ernsthaft mit dem Zielfix machen, ja? Sonst funktioniert das nie. So, Fahrzeug 32. Ich hab's geahnt, dass hier der größte Teil hier dahinter aussteigt. Kein Bock, dich zu bewegen? Doch. Okay, dann leg das nochmal hin, bitte. Was gibt's? Bin unterwegs. Ja, okay, da war ich glaube ich zu langsam. Ja, bin unterwegs. Fahrzeug 4. Was gibt's? Ist mittlerweile, jawohl, der ist vor Ort. Sehr schön. Unterwegs. Fahrzeug 4. Was gibt's? Wird gemacht, Fahrzeug 4. Auf dem Weg. Okay, gut, da war ich zu langsam für, sorry. Das tut mir leid. Was gibt's? Fahrzeug 47, hört. Aber ich bräuchte mal noch zumindest einmal RTW und einmal NLF. Die möchte ich auch erstmal hier hinten hin haben. So, rüstet euch erstmal aus. Warum geht immer gleich das Blaulicht aus? Was gibt's? So, da brauchen wir jetzt gar kein RW für. Solange wie Notarzt noch nicht vorhanden ist, kümmerst du dich bitte um den Mann, der da gleich rausgeschnitten wird. Ja. Bin unterwegs. Da habe ich noch irgendwelche offenen Einsätze. Okay, ja, genau, ja. Das kann ich machen. Höret, umgehend durchgeführt.
Ach so, ja, Polizei bräuchte ich mal bitte. Schon unterwegs. Nein. Ach so, wird getan. Was gibt's? Wird gemacht. Wo sind denn bitte meine... Hä? Wo ist denn... Was fahrt denn ja für Wege? Okay, muss ich nicht verstehen. Oscar. So, du fährst bitte mal. Ach, du stehst jetzt hier dahinter. Okay, das wollte ich natürlich. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Aber dann ist es jetzt so. Nee, das. Das hat ja schon seinen Grund gehabt, warum du da am Tor gehst. So, wie sieht's hier aus? Haben wir noch einmal Bindemitte? Nimm's vom HLF von mir aus. Ja. Genau. Okay, Patient ist verstorben, das tut mir leid. Aber da müssen wir uns auch nicht mehr beeilen mit dem. Mit dem RTW. So, was habe ich denn jetzt noch auf? Das ist in Arbeit, das ist fertig eigentlich. Genau, da habe ich nur noch den. Der wird nicht abgearbeitet, keine Ahnung. So, ihr könnt dann mal im Hintergrund bleiben. Und euch brauche ich sowieso nur wegen der Trage. Hier aus. Okay, ist auch transportfähig. Dann einmal bitte schon mal. Hier bräuchte ich Polizisten. Auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug was gibt's? Ja? Du kümmerst dich bitte schon mal um den Abtransport der Fahrzeuge. Wieso? Ich habe alles richtig gemacht. Das finde ich jetzt auch fies. Was kann ich dafür, wenn einer einer stirbt? Ja, ich glaube, das ist auch manchmal ziemlich unfair, dass du halt einfach keine Chance hast, gerade jetzt, wie die Autobahn hier aussieht. Ich meine, ich glaube, man kann die sperren, aber ich habe das nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob das so mega dolle viel bringt. So, jetzt warten wir nur Fahrzeug 4. Ganz kurz auf das auf die Abschlepper. Einer ist noch schon vor Ort. Du kümmerst dich bitte gleich mal hier rum. Das große Teil, dann können wir nämlich fast schon wieder Verkehr rollen lassen.
Und genau. Der andere Set. Er hat den falschen. Du Arsch, du solltest den ja nehmen. Das HLF lasse ich jetzt mal noch vor Ort, weil ich nicht weiß, ob ich ob ich eventuell noch mal binde mit der Brauch. Sieht zwar nicht so aus, weil das hat jetzt, das LF10 hat jetzt nämlich nichts mehr drauf. Der passt doch da eh nicht lang. Probiert's doch gar nicht, danke. Ey Kollege, ja, ich will mich ja nicht beschweren. Aber du bist gerade Geisterfahrer. Bumm. Ja, das ist manchmal so sinnlos. Egal, ich glaube, das ist jetzt nicht mal ganz so spannend. Ich würde sagen, es reicht mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.